Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen hat anlässlich des 25. Jubiläums gesamtdeutscher Stadtentwicklung Bilanz gezogen. In der Veranstaltung am Donnerstag wies der VDW Sachsen dabei auf die mehr als 13 Milliarden Euro hin, die seitens der mehr als 100 zumeist kommunalen Wohnungsunternehmen seit der Wende in Sanierung und Umbau investiert wurden. Da die städtischen Unternehmen eine geringere Profitabhängigkeit als Privatinvestoren hätten, sei es möglich gewesen, auch kostspielige Vorhaben wie die Restaurierung von Baudenkmälern zu realisieren. Trotz steigender Ansprüche an die Wohnungen wie einer besseren Energieeffizienz oder Barrierefreiheit befinden sich die Netto-Kaltmieten der Mitgliedsunternehmen mit weniger als 5 Euro pro Quadratmeter fast einen Euro unter dem sächsischen Durchschnitt. Doch neben bezahlbarem Wohnraum sind es vor allem die Rahmenbedingungen, die einer Stadt Leben und Seele einhauchen. Die Seele einer Stadt macht eigentlich aus, ob sie lebenswert ist, ob sie liebenswert ist, ob man gerne drinnen wohnt in der Stadt oder ob man einfach nur schläft und auf Arbeit geht. Wenn man junge Familien, wenn die sich niederlassen, wo sie sagen, okay, ich habe für meine Kinder ein behütetes Zuhause, ich habe meine Nahverkehrsmittel da, ich habe Kindereinrichtungen da, ich habe Schulen da, da fühlt man sich zu Hause und das ist so ein Stück weit eben eine Seele geben. Zum VDW gehören mehr als 100 Wohnungsunternehmen mit über 300.000 Wohnungen, in denen mehr als eine halbe Million Mieter leben.